Tag, mein Name ist Sebastian und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal Mr. Handwerk. Ja, zum dritten Teil mittlerweile vom Designertisch und heute geht es darum, wie wir eine Tischplatte, wie wir die fertig gehobelten Stücke miteinander verbinden bzw. verleihen. Nach dem Intro geht's los und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video. Im Hintergrund siehst du schon die fertige Tischplatte. Du siehst, das Ganze ist recht minimal. Es ist jetzt kein Monstertisch. Der hat eine Breite von 80, eine Länge von 1,40 ungefähr, so dass vier Stühle dann später Platz haben. Alle bzw. Teil 1 und Teil 2 findest du direkt unter dem Video verlinkt. Als allererstes bestimmen wir den Platz der Hölzer. Das heißt, wir legen die Hölzer so hin, wie der Tisch letztendlich werden soll. Sprich, wir richten das Ganze aus, gucken, was wir für eine maximale Länge rausbekommen und so weiter und so fort. Und dann nehme ich mir ganz, ganz gerne, um das zu überprüfen, beziehungsweise ich nehme 90 Grad Winkel und zeichne mir schon ganz grob die Schnittkanten an, links und rechts. Ich hatte euch im alten Video gefragt gehabt, ob ich das nachher bündig abschneiden soll oder überstehen lassen soll. Und da haben viele gesagt, ganz klar abschneiden, weil die Baumrinde, das sieht schon ganz schön aus, das Unbesäumte, aber hier bleibt man doch wohl irgendwie hängen und ja, viele waren einfach dafür, dass wir das Ganze plansägen bzw. auf eine Flucht bringen. Und und dafür ist halt diese Winkelmethode sehr, sehr hilfreich. So kann ich mir dann später, wenn ich das Ganze verleime, kann das nicht verrutschen und ich kann halt optimal das Maximale an der Tischlänge herausholen, sodass wirklich sehr, sehr wenig abfällt von Verschnitt. Im Anschluss habe ich dann nochmal sicherheitshalber ein Tischlerdreieck oben angezeichnet, damit ich die Stücke, die ich gleich hochdrehen werde, nicht irgendwie vertausche. Und bevor wir dann loslegen mit dem Leim, lege ich mir natürlich erstmal alles parat. Sprich Schraubzwingen, Druckzulagen, kleine Schraubzwingen, Wasser, ein Lappen, ein Stecheisen, um später Leim wegzuwischen. Denn das Ganze muss recht zügig gehen, wenn wir verleimen. Wir haben jetzt nicht endlos Zeit. Der Leim bindet irgendwann ab und wenn er abbindet, dann können wir keinen Druck mehr zugeben und wir kriegen vielleicht die eine oder andere Lücke, wenn die dann entstehen sollte, nicht mehr geschlossen. Das heißt, legt euch alles vorweg parat. Am besten macht ihr das Ganze auch zu zweit. Dann ist natürlich ganz, ganz wichtig, die Druckzulagen. Wozu dienen die? Die Druckzulagen sind dazu da, damit sich der Tisch bzw. die Oberfläche nachher schön plan ist. Wenn ich die nicht habe, kann es durchaus sein, dass sich die Oberfläche nach oben und nach unten schiebt, beziehungsweise die einzelnen Bohlen. Und das ist natürlich ärgerlich, weil wir müssen dann wieder oben das Ganze planhobeln und das dann mit einem Handhobel und einem E-Hobel. Das heißt für euch letztendlich noch mehr Arbeit, wir wiederholen quasi einen Arbeitsschritt. Deswegen sind solche Druckzulagen sehr, sehr wichtig. Und wenn das alles parat liegt, dann können wir auch mit dem Leim anfangen. Ich habe mir dann meine Mittelhölzer alle hochkant hingestellt und die Seitenteile auch erstmal seitlich weggelegt, weil die kann ich leider nicht hochkant stellen wegen der Baumkante, die dann später dranbleiben soll an diesem Tisch. Und dann kommen wir zum Leim. Ich verwende Leim von Uhu schon seit Jahren. Warum? Weshalb? Wir haben einfach eine große Pulle mit 57 Gramm. Preis-Leistung stimmt einfach. Ich weiß nicht, was ihr verwendet, könnt ihr es mir mal da lassen. Ich weiß, dass es unterschiedliche Leimtypen gibt, natürlich auch Hersteller. Aber letztendlich, also für mich reicht er vollkommen aus. Es gibt ihn in drei unterschiedlichen Arten. Einmal D3, das ist der wasserfeste Leim in Blau. Dann in Rot ist der Expressleim D2. Und dann nochmal das Original, die Originaltube in Schwarz. Ich glaube, es gibt auch noch eine, die von der Basis ist, womit man beispielsweise Kindermöbel oder Spielzeug bauen kann. Ich werde euch unten mal alle verlinken. So, und dann geben wir einfach Leim an und das mache ich einfach aus der Pulle. Das heißt, ich ziehe mir einfach eine Leim. Manche ziehen sich eine Leim, manche machen ein Zickzack-Verfahren, manche machen Punkte, so wie ihr möchtet, beziehungsweise ich mache eine Leim und dann nehme ich einfach meinen Leimboy, das ist ein Leimgefäß mit einem Pinsel und dann verstreiche ich das Ganze schön. Schön, dass wir eine satte Oberfläche am Leim haben. Natürlich solltet ihr auch aufpassen, hier weniger ist mehr, denn später habt ihr, wenn ihr zu viel Leim aufgetragen habt, wirklich mühselig das Ganze wegzuputzen bzw. sauber zu machen. Der ganze Leimvorgang hat hier vielleicht 5 Minuten gedauert und das Saubermachen hat letztendlich ungefähr 20 bis 30 Minuten gedauert, weil ich definitiv zu viel Leim verwendet habe. Man kann es auch jetzt sehen,
oben eine Stelle, so sollte es aussehen. Und jetzt guck mal unter diesen Tisch, da seht ihr, das Ganze ist wie eine Tropfsteinhöhle. Und das kann ich dann später alles wegnehmen mit der Ziehklinge oder ein Hobel. Natürlich machen wir das Hobelmesser dann wieder stumpf. Also erspart euch die Arbeit und passt das Ganze ab. Also weniger ist hier mehr. Natürlich ist wieder zu wenig Leim auch nicht so gut. Dann kommen wir zum Thema Schraubzwingen. Ich hatte ja im letzten Video angedeutet gehabt, dass ich euch ein, zwei Möglichkeiten sagen möchte, die ihr verwenden könnt, um sowas zu verleimen. Es ist natürlich jetzt eine sehr, sehr große Tischplatte, also relativ. Ich habe jetzt insgesamt die tollen Corpuszwingen von Bessé verwendet. Insgesamt 6 Stück, in der Regel reichen auch 4, wenn nicht sogar 2. Es kommt immer darauf an, wie ihr das Ganze abgerichtet habt, wie sauber die Vorarbeiten waren. Für die Einsteiger, es gibt übrigens auch solche Tischplatten fertig schon zu kaufen. Natürlich sind die dann so dünn, kosten um die 100 Euro. So was Massives ist natürlich was ganz anderes, auch wenn ihr es selber dann gebaut habt. Ne? Und für die Einsteiger kann ich empfehlen, es gibt tolle Einhandzwingen von Wolfkraft, die kennt ihr wahrscheinlich oder hat wahrscheinlich jeder zu Hause beziehungsweise in der Werkstatt zu Hause bei sich rumliegen. Und dafür gibt es solche Adapterstücke und dann könnt ihr aus einer beziehungsweise aus 2 Zwingen eine große machen. Und wenn ihr da 4 Stück habt beziehungsweise 8 Stück, dann könnt ihr das auch wunderbar miteinander verleimen und ihr braucht dann solche Korpuszwingen nicht. Wer aber jetzt regelmäßig Möbelbau betreibt beziehungsweise das nötige Kleingeld hat, den kann ich solche Korpuszwingen auf jeden Fall empfehlen. Das Schöne daran, ihr könnt nochmal ansetzen, nachträglich mit einem Immo-Schlüssel hinten und ein bisschen Druck zugeben. Das ist halt das Schöne. Aber für den Einsteiger sind die von Wolfkraft auch nicht verkehrt, kann ich jedem empfehlen. Jetzt sitzen alle Zwingen, das Ganze ist auch wirklich schön dicht geworden. Natürlich, was soll es erwarten, wenn man das vernünftig abrichtet und auf dicke hobelt, sollte das Ganze natürlich passen. Die Druckzulagen sitzen auch ziemlich weit am Rand, damit ich nochmal mittig was setzen kann. Eigentlich wäre jetzt, ich habe jetzt hier welche aus Fichte gemacht, eigentlich wäre so ein Stahlrohr oder so ein Aluminiumrohr perfekt, weil das Ganze kann sich nicht biegen. Am besten ein Stahlrohr, aber auch hier wieder das Stahlrohr dann bitte ordentlich abkleben, damit die Eiche nicht reagiert mit den Eisen zusammen. Ansonsten habt ihr so nicht so wirklich schöne Flecken auf dem Holz. Hatten wir anfangs schon mal gehabt mit Gerbsäure und so weiter, also im ersten Teil. Danach ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr das Ganze dann schön vom Leim befreit. Natürlich hat der Mister hier ordentlich übertrieben. Das Ganze dann entnehmen. Am besten macht ihr das mit einem Stecheisen oder mit einer Ziehklinge. Und dann heißt es trocknen. In der Regel braucht sowas jetzt 12 Stunden. Ich lasse meine Möbelstücke oder meine Sachen, die ich immer verleime, immer einen Tag liegen. So sieht die Platte jetzt aus. Ich werde die 2 Zwingen auch noch entnehmen. Und dann geht's los an dem Schleifen. Ich hatte im letzten Video gesagt gehabt, wenn ihr wirklich richtig, richtig gut hobelt und das richtig vernünftig macht, dann braucht ihr in der Regel nicht schleifen. Da ich aber jetzt hier mit den Leim richtig ordentlich rumgepanscht habe, muss ich das Ganze schleifen. Ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Freitag wieder um 19 Uhr. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, unbedingt abonnieren. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbau. So, kleine Tischplatte hier. Mm-hmm.